Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. In Paritz, einem kleinen Ort im Havelland westlich von Berlin, liegt ein königliches Landhaus. Das Schloss Paritz befindet sich in der Stadt Ketzin im gleichnamigen Ortsteil und geht auf den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Zurück, der das Rittergut erwarb und ausbauen ließ. Und dieses wunderschöne Landschloss möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen, wo Friedrich Wilhelm III. Und seine Gemahlin Luise wunderbare Sommermonate verbrachten. Der preußische König Friedrich Wilhelm II. Hatte seiner Schwiegertochter Luise zu ihrem 19. Geburtstag ein großzügiges Geschenk gemacht: das Schloss in Oranienburg, das sie zusammen mit ihrem Mann, dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, während der Sommermonate bewohnen sollte. Doch die barocke Anlage erschien ihnen viel zu groß, um sich dort abseits der strengen Hofetikette ins Private, familiäre zurückziehen zu können. Als sie im Sommer 1794 an einem Gartenfest des Hofmarschalls Valentin von Massau teilnahmen, lernten sie sein Gut in Steinhöfel kennen. Es wurde damals gerade umgebaut. Im Jahr darauf besuchten Luise und Friedrich Wilhelm Steinhöfel erneut und waren von der fertiggestellten Anlage so begeistert, dass sie sich etwas Gleichwertiges schaffen wollten. Diesen Traum verwirklichten sie schließlich in Paritz, wo das Gut des Grafen Blumenthal zum Verkauf stand. Friedrich Wilhelm kannte den kleinen stillen Ort an der Havel aus Kindertagen und war sich sicher, die richtige Wahl zu treffen. Denn beide waren von Jugend auf an Stille und Einsamkeit gewöhnt. Beide genügsam, anspruchslos und den erkünstelten Genüssen des Luxus und der Verschwendung abgeneigt. Beide liebten die freie, heitere, offene Natur und sich von Zeit zu Zeit dem Treiben und Drängen der Welt in die Ruhe der Einsamkeit zurückzuziehen. Der Kronprinz konnte allerdings die Kaufsumme aus seiner jährlichen Apanage nicht begleichen. So musste sein Vater mit 80.000 Talern einspringen. Der Vertrag wurde im Januar 1797 unterzeichnet, die Pläne zum Umbau des Gutes aber vermutlich vorher geliefert. Denn die Arbeiten waren bereits zum Erntedankfest 1797 so weit vorangeschritten, dass sich das Kronprinzenpaar auf einen ersten längeren Besuch in Paritz freuen konnte. Das Landhaus konnte über ein repräsentatives Vestibül in der Mitte des Gebäudes betreten werden. Von der Empfangshalle konnten die privaten Wohnräume erreicht werden. Die rechte Seite war den Kindern, den Geschwistern des Kronprinzenpaares und hochrangigen Gästen vorbehalten. Das Vestibül gewährt außerdem einen direkten Zugang zum Gartensaal. Das eher schlichte Äußere steht durchaus prunkvollen Innenräumen entgegen, die ihre Pracht vor allem aus wertvollen Papiertapeten mit Vogelblüten und Landschaftsmotiven verdanken. Von den originalen Möbelstücken ist allerdings das meiste verschollen. Sie wurden durch andere Möbel aus dem 18. und 19. Jahrhundert ersetzt und geben einen Eindruck in die königliche Wohnkultur um 1800.
Den Auftakt bei der Besichtigung der privaten Wohnräume des königlichen Paares bildet das Billardzimmer. Bereits hier fallen die schönen Papiertapeten auf. Auf den Bordüren der gelben Tapeten sind Korn- und Mohnblumen zu sehen. Die Tapeten wurden 1947 nach Potsdam ausgelagert und konnten ab 1998 dank einer privaten Spende restauriert werden. Heute kann man sie wieder in ihrem Originalstandort betrachten, wo sie den Reiz des Schlosses ausmachen. Das Kolosseum und Tunnelspiel war ein auf gesellschaftliche Unterhaltung ausgerichtetes Brettspiel für bis zu 15 Teilnehmer und wurde von König Friedrich Wilhelm III. Eigens für die Sommeraufenthalte im Schlösschen auf der Pfaueninsel angeschafft. Dem Billardzimmer folgt das Wohn- und Schreibzimmer von Königin Luise. Friedrich Wilhelm ließ nach dem Tod seiner Frau das gemeinsame Ehebett in diesem Zimmer aufstellen. Daher ist auf älteren Darstellungen auch ein Bett in diesem Zimmer zu sehen, obwohl es eigentlich kein Schlafzimmer war. Der Raum ist prachtvoll mit bedruckten Tapeten ausgestattet, die Landschaften darstellen. Bei genauerem Hinsehen kann man Gebäude aus der Potsdamer Kulturlandschaft erkennen, so das Marmorpalais am Heiligen See in Potsdam oder das Schloss auf der Pfaueninsel. Die Tapeten sind so gestaltet, dass man beim Betrachten den Eindruck gewinnt, man trete auf einen Balkon, um auf die offene Landschaft zu schauen. Vom Wohnzimmer gelangt man in das schmale Toiletten- und Ankleidezimmer der Königin, das mit einer Mohnblütentapete ausgestattet ist. Der intime Charakter dieses Raums wird durch seine Größe unterstrichen. Der weitere Rundgang führt durch ein kleines Treppenhaus in das Arbeitszimmer Friedrich Wilhelms III., dessen Mobiliar von einem Arbeitstisch und einem Bücherschrank geprägt wird. Die Bordüren auf dem Tapeten in diesem Zimmer zeigen Weinranken, die in originaler Drucktechnik aufwendig rekonstruiert wurden. Beeindruckend sind die gemalten und bedruckten Papiertapeten in den königlichen Wohnräumen. Einige der Tier- und Pflanzendarstellungen waren aus China importiert. Die meisten der Pariser Tapeten wurden aber in Berliner Manufakturen hergestellt. Ebenso alle Bordüren mit ihren seriellen Motiven wie Weinlaub und Flieder. Nach dem Tod Friedrich Wilhelms III. Im Jahr 1840 verfügten die 7 noch lebenden Nachkommen, dass die seit Beginn kaum veränderten Räume unbenutzt bleiben und nur zum Andenken an die Eltern dienen sollten. Diese Verfügung respektierten alle nachfolgenden Generationen der Hohenzollern, so dass der Originalzustand bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 nahezu erhalten blieb. Dem Arbeitszimmer des Königs folgt der größte Raum im Landsitz, der Gesellschaftssaal. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie sich die ganze Familie an einem Sommerabend hier zusammengefunden hat, um gemeinsam unter sich und mit Gästen zu speisen. Tagsüber haben hier die Kinder gespielt. Der Raum ist direkt vom Billardzimmer, dem Wohnzimmer der Königin und dem Arbeitszimmer des Königs erreichbar. Vor dem Kamin steht ein Spieltisch.
Im Jahr 1795 bestellte König Friedrich Wilhelm II. Für sein Schloss auf der Pfaueninsel bei der königlichen Porzellanmanufaktur ein Servis, das mit bunten natürlichen Vögeln auf Fruchtzweigen und kleinen Schmetterlingen bemalt wurde und in seiner Schlichtheit hervorragend zu dem abgeschiedenen Landsitz passte. Ein identisches Servis, das vermutlich in Paris zum Einsatz kam, wurde 2 Jahre später für die damalige Kronprinzessin Luise angefertigt. Die letzte Station auf dem Rundgang durch die privaten Wohnräume des Königspaars ist der wunderschöne Gartensaal. Auch dieser Raum ist reich mit Tapeten ausgestattet, auf denen hauptsächlich Pflanzen zu sehen sind. Die Verlobung Friedrich Wilhelms III. Mit Prinzessin Luise wurde dem Paar das in der Straße unter den Linden in Berlin gelegene Palais als Wohnsitz zugewiesen. Für die Modernisierung standen nur wenige Monate zur Verfügung. Der durchaus kunstsinnige Hofmarschall Valentin von Massow bestimmte die Gestaltung der Räume und ihres Mobiliars maßgeblich mit. Das junge Paar blieb auch nach seiner Thronbesteigung 1797 in seinem nun königlichen Palais genannten Domizil wohnen. Die Festsäle lagen im Obergeschoss des linken Südflügels. Hier fand das repräsentative höfische Leben statt. Hier wurden Empfänge und glanzvolle Bälle gegeben. Die Schlossremise mit einer Ausstellung von Kutschen, Schlitten und Sänften des preußischen Königshauses ist mehr als sehenswert. Die Ausstellungsstücke stammen aus dem preußischen Marstall. Das Glanzstück der Sammlung ist bis heute der von Friedrich Wilhelm II. Bei der renommierten Straßburger Wagenbaufirma Ginsroth in Auftrag gegebene Staatswagen. Er zählt zu den herausragenden Zeugnissen der Wagenbaukunst. Als Brautwagen der preußischen Königinnen ging er in die Geschichte ein. Königin Luise war die erste, die darin 1793 ihren Brauteinzug in Berlin hielt. 1861 avancierte er zum Krönungswagen und blieb bis zum Ende der Monarchie der Galawagen Nummer 1 des preußischen Marstalls. Die Sänften beschreiben die Entwicklung der Wagenbaukunst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts zu mehr Einfachheit in Formen und Dekor des Kastens. Ursprünglich grau lackiert, wurde sie für die Kronprinzessin anlässlich der Hochzeit 1793 neu vergoldet. Gleich den Staatswagen mussten Sänften für den zeremoniellen Gebrauch vergoldet sein. Schon von weitem sollte man das Wappen und Monogramm erkennen können, um dem Besitzer Reverenz zu erweisen. Die Besitzerzuweisung der Sänfte an die preußische Kronprinzessin Luise ergibt sich aus dem bekrönten Blumenmonogramm CL. Das Schleifenband in den mecklenburgischen Landesfarben verweist auf die Herkunft der Prinzessin. Vorder- und Rückwand zeigen das preußische Staatswappen. Schlittenfahrten und Schlittenkarussells waren Bestandteil der höfischen Feste, die in Berlin vor und nach 1700 ihren Höhepunkt erlebten. Die Anfertigung der Schlitten fiel in das Aufgabengebiet der Bildhauer. Vorn auf dem Kasten sitzt ein Puto mit Schild und Stab, eine Anspielung auf die mögliche Verwendung des Schlittens beim Karussell. Hervorgegangen aus den ritterlichen Reitturnieren stellte das Karussell eine leichtere Form
Form des Wettkampfes dar. Die Teilnehmer nahmen im einsitzigen Schlittenkasten Platz und stießen mit Lanzen nach Ringen, Kränzen oder geschnitzten Mohrenköpfen, während ein Lakai von der Pritsche aus die Pferde lenkte. Die Ursprünge der Dorfkirche von Paritz liegen im Mittelalter, in der Zeit um 1200. Reste von Wandmalereien aus dieser Zeit wurden im Chor freigelegt und konserviert. Nach dem Vorbild des Zustands um 1800 wurde das später noch mehrfach veränderte Gebäude in den Jahren ab 1983 rekonstruiert. Das bedeutendste Stück der Innenausstattung ist ein Tonrelief von Johann Gottfried Schadow, das in der ehemaligen Königsloge zu sehen ist. Die Apotheose der Königin Luise. Der Grottenberg ist seit dem Jahr 2020 wieder gestalterischer Höhepunkt des Paritzer Schlossgartens. Errichtet wurde das Gartenbauwerk für den Sommersitz von König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen und Königin Luise gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Damals bekrönte ein weithin sichtbarer, farbenfroher Pavillon im fernöstlichen Stil den Hügel. Ein scheinbar versunkener antiker Tempel zum Andenken an teure Verstorbene und eine Grotte ergänzten das malerische Ensemble. Die aus Backsteinen gemauerte und mit Naturstein verkleidete Grotte war ausgeschmückt mit Spiegelglas, Porzellan, Muscheln, Moosen und weiteren Naturmaterialien. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen ganz interessanten Einblick in die historischen Räume des Schlosses erhalten. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!